Dies ist Bahnhof Lohr auf der Main-Spessart-Bahn. Folgen Sie den Markierungen durch die Station zu einem Zug. Mit der Main-Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR-146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. TrainSim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kameras. Weitere interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen in Bayern, bei einer der stärkst befahrenen Güterstrecken Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessart-Rampe. Kommen Sie am Gipfel von Heigenbrücken an, dessen Bahnhof nun mehr Geschichte ist, und fahren Sie hinab zur Ostgrenze an Gmünden am Main. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Main-Spessart-Bahn.